Ist vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, aber das kann man schon mal machen, also. Aber in dem Spiel ist es vielleicht doch eine ganz gute Lösung. Achso, kann ich jetzt. Jetzt können wir vielleicht eine kleine Warnung bringen. Die Ladezeiten sind manchmal ziemlich lang. Ja, was heißt Warnung? Das ist halt so. Dafür sind wir da. Ja, dafür sind eure beiden Moderatoren da mit ihren unglaublich guten Stimmen und das Handy klingelt. Erzähl keinen Scheiß. Du kannst kurz Nachrichten auf deinem Handy anschauen und speichern. Soll übrigens auf dich bezogen, nicht aufs Handy. Ich weiß, aber es hat gerade so, weißt du? Einige Nachrichten kannst du sogar beantworten, Alter. Daher solltest du alle Nachrichten aufmerksam lesen. Ja, das machen wir. Ja, okay. So, also, was gab's denn da? Du hast es geschafft. Das ist, glaube ich, die älteste, oder? Ist das der 1. April? Nee, das ist alles von heute. Ja. Fantastische Neuigkeiten. Als Anerkennung dafür, dass du den Goldpreis im Schwierigkeitsgrad über normal gewonnen hast, haben deine Freunde im Golden Theater ein tolles Geschenk für dich. Du kannst jetzt das Level Altar von Babel in Angriff nehmen. Ich warte auf dich. Schreibt uns Mitternachts-Venus. Das war, glaube ich, hier für unsere... Ja, für unser Rätselkram eben, also für das Bergsteigen. Nennen wir es Bergsteigen. Ja, Türmchenklettern. Türmchenklettern. Wer weiß. Cryos Phone. Zu Textnachrichten. Verbringst du Zeit im streunenden Schaf, erhältst du Textnachrichten auf deinem Handy. Auf manche kannst du sogar antworten. Abhängig von deiner Antwort können sich Vincents Gefühle und die der Person, die er schreibt, ändern. Wird fortgesetzt. Eine Fortsetzung haben wir da oben. Auf Nachrichten antworten. Wenn du die Eingabetaste drückst, wird eine neue Zeile für deine Antwort hinzugefügt. Drücke die Zurücktaste, um die letzte Zeile zu löschen. Und die Eingabetaste erneut, um einen neuen Satz zu schreiben. Wähle den Satz, mit dem du antworten willst. Sei immer ehrlich. Oh, Catherine mit dem Tag, sage ich mal, Verabredung. Hashtag. Mit dem hier. Wie nennt sich das? Betreff, genau, mit dem Betreff. Wie schon gesagt, ich treffe mich zum Essen mit alten Freunden. Schon komisch. Die meisten sind bereits verheiratet. Böse. Und die Hälfte hat bereits Kinder. Böse. Alle zeigen Fotos von ihren Familien herum. Und irgendwie fühle ich mich dadurch als Außenseiter. Vielleicht wird es für uns auch Zeit, aus der Kuschelecke zu kommen. Armer Vincent. Aber wir können darauf antworten. Also, ja. Was heißt arm? An sich ist es ja nicht unbedingt so ein großes Problem, aber... Ich sag mal... Es wird noch ein Problem. Ja, es wird noch ein Problem. Und Vincent hat auch ein paar andere Probleme, so die ihn bereits jetzt plagen. Ja. Er ist sehr unentschlossen, sagen wir es mal so. Das Ganze spiegelt ein bisschen so... gewisse Verhaltensweisen wieder. Spielst du Zug? Shoot. Natürlich sieht das... Er wählt hier so komisch mit dem Arm, deswegen habe ich es gerade gesagt. Wenn du es nicht sagst, kann das keiner verstehen. Ja, ich wollte erst... Weißt du? Ja, da macht es keinen Sinn. Wie gesagt, es spiegelt alles ein bisschen Verhaltensweisen wieder, die wir auch annehmen können. Wir können quasi unsere ganz eigene Geschichte erleben. Also es gibt verschiedene Enden. Ja. Wie viele? 5, 6? 5, glaube ich. Also 5 auf jeden Fall. Wenn es noch mehr gibt, dann gibt es noch mehr. Ich glaube, es gab 6. Dann gibt es wieder ein Überraschungsende. Okay, dann gibt es auch noch ein Überraschungsende. Naja, mal gucken. Also wir können jetzt schreiben. Hier, Eingabe. Stört dich das? Das können wir löschen und dann können wir was anderes schreiben. Du denkst zu viel nach? Sorry, kann im Moment nicht denken. Gute Frage. Vielleicht denkt sie zu viel nach. In meinem Fall. Also. Das ist natürlich jetzt, ganz kurz sagen, man kann das Ganze natürlich in gewisse Richtungen lenken, sagen wir. Natürlich. Ich meine bloß, dass je nachdem, wer gerade spielt, Suzuki, von demjenigen, der spielt, hängt jetzt die Entscheidungen ab. Genau. Was zu machen. Genau. So, es kann natürlich sein, dass da am Ende völlige Scheiße rauskommt, weil wir wahrscheinlich entgegengesetzt handeln werden. Es ist ja wahrscheinlich. Also. Wir können. Stört dich das? Ist nett. Du denkst zu viel nach, ja, das klingt schon mal ganz gut. Ich finde, wir machen das so richtig. Wir müssen doch nicht so festgelegt sein. Denken wir jetzt nicht drüber nach. Gute Nacht. Komm gut nach Hause, ja? Gute Nacht, bam! Aufgelegt. Wenn es jetzt ein Gespräch wäre. Das ist echt voll gemein. Okay. Ja, aber. Weißt du gehst natürlich genau in die Richtung, die du gehen willst, aber du genau, gehst halt nicht in die Richtung, die ich gehen will. Ja. Das heißt, wer am meisten spielt, wird wahrscheinlich am Ende am meisten Gewichtung damit reinbringen. Na gut. Aber ich glaube, das macht das Spiel ein bisschen... Das macht es vielleicht etwas lustig. Ja. Ja, das haben wir eben geschickt. Was haben wir noch? Awards? Dann haben wir noch Awards. Ach ja, das liegt jetzt natürlich daran, dass wir das Ganze schon mal gespielt haben. Ja. Aber die sind ja momentan unwichtig. Genau. Die blenden einfach aus.
Wenn bestimmt. Achso, das wird ja sogar vorgelesen. Habe ich gerade nicht gehört. Ah, du musst trotzdem wegdrücken. Das ist richtig, aber ich habe mich gerade gekratzt, also mache ich das. Don't forget it. Oh, nimmt er, da nippt er erstmal noch sein Glas. Hey. How many years have we been together? Marriage, huh? I figured this would happen eventually, but just change jobs. I'm gonna give her trouble. Oh, da gibt's wieder was. Ah, wieder die Mitternachts-Venus. Glückwunsch! Fantastische Neuigkeiten! Glückwunsch, du hast Level 1 den unterirdischen Friedhof erfolgreich abgeschlossen. Wähle Preise im Handymenü, um deine Highscores für Level 1 zu sehen. Ah ja, Awards. Ja. 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 Ergebnis sind 16.625 Gold. Ja. Oder irgendwas. Nee, Gold ist unser Preis. Und Ergebnis, das ist im Prinzip unser Punktestand. Wo ist denn dann? Da steht Bild, irgendwas. Ja, das ist jetzt halt das Bild zur Stage. Schön. Das kriegt man auch echt nur, wenn man Gold kriegt. Ja. Sonst hast du da halt ein anderes Bild. Ja. Werde, gibt es denn überhaupt ein Bild? Ja, ein anderes. Achso. Ich drücke übrigens gar nicht. Das macht er gerade automatisch weiter. Achso, okay. Nee, wir machen mal Speichern und so. Klar, Speichern ist immer gut. Immer gesund. Und wieder eine Ladezeit. Das ist immer eine schöne Uhrzeit. Ja, mal gucken, welche Uhrzeit wir jetzt haben. Bestimmt irgendwas, entweder wieder abends oder... Keine Ahnung, mal gucken. Oder ob wir immer noch im Dingen sind. Ob wir immer noch im Stray Sheep sind oder ob wir nur zu Hause im Bettchen liegen. Ich denke mal, es wird weitergehen. Ja. Hier im Stray Sheep. Unsere Freunde sind doch bereits gegangen. Ja. Und ich denke, wir erleben jetzt eine schicksalshafte Begegnung. Oh, du hast recht. Oh, es gibt wieder Musik und einen Ladebildschirm. Das geht hier Hand in Hand, der Ladebildschirm. Also, ja. Ja, so ist das eben. Damit müssen wir leider leben. Wir, oh, ein Albtraum. Und das ist der zweite Traum. Ja. Versammelt euch im Albtraum. Ja, überall sind Schafe. Ja. Und hier haben wir jetzt eine nette Übersicht. Genau. Wir können. Weiß nicht, kann ich irgendwo drücken? Ich glaube, im Moment muss ich warten, ja. Ja. Das nächste ist das Prison of Despair, also der Kerker der Verzweiflung. Erste Etage. Und er lädt, glaube ich, ein bisschen, weil ich kann nichts machen. Wow, oh, soll er laden? Soll er doch laden. Und da hat er fertig geladen. Halbwegs. So, wer fängt an, du ich? Boah, also im Moment habe ich ja noch den Controller in der Hand. Keine Ahnung, weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wir können uns natürlich jede Stunde abwechseln. Das sieht man ja eigentlich gut da bei unserer Aufnahmezeit. Wir können auch einfach. Wie viel haben wir gerade? Wo steht die Aufnahmezeit? Beim großen Stoppknopf. Wir haben 29. Gut. Ja, wir können doch auch einfach jede Stage abwechseln. Das würde doch auch gehen. Geht theoretisch auch. Bist du der Neue von gestern? Aber die Stage 1 musste zugeben, ist jetzt nicht viel gewesen. Natürlich, das ist richtig. Dann machen wir das so, okay? Obwohl, wir können auch von mir aus das jede Stunde machen. Mir soll es egal sein. Mir auch. Diese Stimme. Ach, dann machen wir es jede Stunde. Okay. Gott. Diese Stimme. Bist du der Typ von gestern? Pass auf die rissigen Blöcke auf. Wenn du sie betrittst, zerbrechen sie. Das sagt glaube ich, vor. Ja. Ja, aber das hören wir hier leider nicht so laut, wisst ihr? Deswegen irritiert das ein bisschen. Ja, glaube ich dir. Also sag mal, wie ist denn das dann mit... obwohl, nee, ja, das ist ja uns dann im Prinzip überlassen. Was meinen Sie jetzt? Ich weiß nicht, inwieweit das unsere...
Moral beeinflusst, wenn wir Leuten helfen. Kann es das sein, dass das positiv ist? Also, oder negativ? Wie jetzt? Welchen Leuten denn? Naja, es gibt Leute, denen, wenn du nicht mit denen redest, dann sterben die halt. Aber du bekommst, glaube ich, Moralpunkte in entsprechende Richtungen, wenn du denen hilfst. Naja. Ich wäre ehrlich gesagt echt dafür, die mal alle zu retten, aber das würde, glaube ich, dem Ende, was ich gerne erlangen würde, entgegensprechen. Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Nein. Weil wenn du mit ihm sprichst, dann kannst du trotzdem kommen, ganz oft halt diese Geschichte mit Sachen auswählen. Gut. Ja, ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung. Das ich habe das noch in Erinnerung, weil ja. Bei mir sind, glaube ich. Ja, bei dir ist es noch nicht so lange her mit Spielen. Ah ja, auf jeden Fall sagt er uns, dass es mehrere Arten von Blöcken gibt. Da gibt es noch ein paar so ganz böse Sachen, wie hier zum Beispiel schon diese Kaputtgeh-Blöcke. Ja. Und stimme ich immer nach da. Ja, die ersten Stages halt. Ach ja. Aber das ist ja jetzt alles nicht schwer. Ja. Wir können uns daran hangeln. Alles okay. Du musst doch nicht alles überspringen, du kannst doch unsere Zuschauer lesen lassen. Ja, ja, ganz gut. Wir können ja auf Pause drücken, würde jetzt jemand sagen, wenn er gemeint hat. Aber das sagen wir ja nicht. Wir denken uns das mal blöd. Ja? Du bist ein so gütiger Mensch. Oh ja. Ja, umsehen und so. Ich weiß nicht, spielst du eher mit dem Analogstick oder mit dem Digipad? Ich spiele mit Analogstick. Ich spiele zum Beispiel mit Digipad. Kann ich nicht. Da kann ich mir das besser mit den Richtungen vorstellen, weißt du? So, Moment, da ziehen wir oben noch einen raus. Kannst du sagen, da habe ich den Ball aus dem Block rausgezogen. Ja. Ist ja alles nicht so. Ach ja, das ist. Kannst du jetzt rausziehen und rumklettern. Ja. Dann kommen wir auf die linke Seite, genau. Kann man so eine Brücke. Genau. So. Ja. So, dann geht das nach links. Da oben gibt es einen Speicherpunkt. Die sind auf jeden Fall wichtig. Die werden gerade später auch sehr wichtig, wenn wir da immer zu verkacken. Hm. Ach ja, den hier haben wir eben gerade gehabt. Und das wird definitiv passieren, dass wir noch ganz oft verkacken. Mhm. Wir sind auch schon so gut wie oben. Stimmt, wir hören die Rings. Ne, andersrum, die Bells ringen. Mhm. Ach ja, hier. Da schieben wir mal die weiter. So. Ganz easy alles, also. Da ziehen wir mal oben an dem Ring. Und dann öffnet sich auch schon, oder dann öffnet sich die Tür oben und wir können hier quasi hochklettern. Ja, in die nächste Etage im Prinzip. Mal sehen, was es gibt. Also, so schnell waren wir ja diesmal nun auch nicht. Ist ja gar nicht mal so viel. Ja. Ich glaube, das sind doch Goldmünzen. Ha, gibt trotzdem Gold. Ja. Ja, da sieht man. Das übrigens sind das Männlichkeitsmünzen. Männlichkeitsgoldmünzen, natürlich. Was ja. Sonst? So. Und wir sind auf dem eben erwähnten Podest. Ja. Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Recognize that voice? Who are you? Where the hell is this place? Wish I knew. One thing's for certain, though. If we don't run, we're going to be killed. Killed? If you see this place once, it's all over. You'll keep coming back every night. Every night? You're kidding me. We all have the same fate here. If you don't want to die, you've got to climb. So if I climb, I'll be saved? There's no guarantee. Take a look at that. See that bell? It's like a church or something. A church? If we can reach the top, there may be a way to escape. So there is a way out. Like I said, there's no guarantee. But we've gotta believe. It keeps us sane. Those who panic die first. Quit with all the dying stuff. I'll do whatever you say. Just help me. Look, from here on out, I'm afraid you're on your own. I'm going now. No, wait. You hurry too. Hey! Can't be serious. Oh, das klingt alles ziemlich schlecht für ihn. Ja. Mhm. Hier können wir auch nochmal schön unseren Fortschritt speichern. Ja. Das können wir. So, dann können wir jetzt mit Leuten sprechen. Und aber erstmal speichern, ne? Ja. Bei mir kannst du sogar auch mit Digipad steuern, aber das ist scheiße. Das glaube ich dir. Mhm.
Oder wollen wir erst mit den Leuten sprechen und dann speichern? Ach, ich hätte jetzt erstmal. Oh, hier sind noch alte Spielstände, glaube ich. Ja, das sind, glaube ich, meine. Würde ich ja einfach mal auf der 4 was machen. Ja, speichere auf der 4. Gut. Da kannst du mal gucken. Wie viele Spielstunden hatten wir noch? 22. Da?